YouTube-Video auf meinem Kanal. Denn heute geht es mal wieder um Minecraft. Und zwar werde ich euch diesmal meine besten Ultra-Realistic-Shader und Texturenpakete vorstellen, mit denen ihr eine solch gute Grafik bekommen könnt. Los geht's! In den letzten Tagen habe ich über 90 Ressourcenpakete, Shader, POM-Dateien, PBA-Dateien downgeloadet, getestet, kombiniert und in diesem heutigen Video werde ich einfach mal die besten davon vorstellen. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch zwei Begriffe erklären, die in diesem Video einige Male vorkommen werden. Zuerst einmal, was ist ein WIP-Projekt? Ein WIP-Projekt ist ein Ressourcenpaket, was nur einige Blöcke verändert, aber längst nicht alle. Was sind POM oder PBA-Texturen? Das sind Texturenpakete, die für Ressourcenpakete arbeiten und dem Shader sagen, welche Ressourcen sie quasi spiegeln sollen oder wo sie Schatten einbauen sollen, etc. So, aber jetzt weiter mit dem Video. Gut, wir sind ja gerade hier vor meinem selbstgebauten kleinen Häuschen, mit dem ich euch mal diese Grafikpakete hier zeigen kann. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal hin. Wie ihr schon seht hier, schöne durchsichtige Glasblöckchen hier. Auch das Wasser wurde hier vom Shader schön flüssig gemacht und nicht so blau. Finde ich sehr gut gemacht. Beim Quarz hier hat sich nicht sehr viel geändert. Das liegt daran, dass ich hier jetzt bei den Ressourcenpaketen Firewolf mitverwende. Firewolf ist ein sehr minimalistisches Programm, weil jetzt hier jetzt die realistischen Programme, ganz oben das realistische Programm von Hilton, was vor allem Holztexturen sehr schön macht, weil die Holztexturen von Stratum, auch ein Ultra-Realistic-Programm, macht das Ganze leider nicht so gut, finde ich. Und drum habe ich hier extra noch die Hilton-Textur hier drüber gegeben. Stratum ist ein kostenpflichtiges, aber auch wirklich sehr, sehr gutes Ressourcenpaket, aber leider auch WIP. Während hier jetzt Firewolf nicht mehr WIP ist. Ich habe deshalb Firewolf dazu genommen, weil es einfach komisch aussah, finde ich, wenn dann einfach manche Blöcke so ultra-realistisch sind und andere einfach der ganz normale Minecraft-Look im 8x8-Stil. Firewolf ist einfach, ein Quarzblock zum Beispiel ist einfach nur weiß, ja. Und das passt, finde ich, einfach viel besser zu den ultra-realistischen Strukturen hier. Und hier zum Beispiel seht ihr hier sind die gemeißelten Quarzblöcke. Die schauen wirklich ganz minimalistisch aus und das passt wirklich besser zu den realistischen Texturen, wie zum Beispiel hier das Holz. Die von Hilton sind leider nur 512 Pixel, während Stratum hier jetzt eine Auflösung von 1024x1024 Pixel hat. Hier die Türen sind auch von Firewolf. Dieser schöne Laub hier, seht ihr, das ist von Stratum. Das hier ist jetzt, glaube ich, Buche oder so, keine Ahnung. Hier sehen wir auch ein bisschen Wasser und schönes Glas hier von Firewolf, was auch wirklich wichtig ist, weil durchsichtiges Glas hat leider keines der beiden ultra-realistischen Programme drinnen, was schon sehr schade ist. Die werden aber zum Glück noch ein bisschen upgedatet, also ich glaube, die nehmen auch bald Glas mit rein. Hier haben wir auch einen schönen Dorit von Firewolf. Ich mache jetzt mal Tag. So, Time Set Day, hoffentlich geht das. Juhu, es geht. Aber dann seht ihr, hier sind auch ein bisschen mehr Reflexionen im Glas. Aber wir gehen ja mal rauf. Hier auch Ziegel von Hilton. Dieser schöne Glowstone-Block hier ist natürlich von Stratum, weil der hat eine ziemlich gute Qualität, könnt ihr hier sehen. Auch die Wand hier aus Bruchstein ist von Stratum. Sehr cool geworden, finde ich. Okay. Hier seht ihr schöne Lichtverhältnisse durch den Shader. Als Shader verwende ich Sylos Vibrant Shaders, weil die verbrauchen nicht so viel Leistung. Ihr könnt es mal hier sehen, ich habe jetzt hier 42 FPS, das ist ganz okay eigentlich. Wenn ich hier jetzt einen besseren Shader benutzen würde, gehen wir mal auf Grafikeinstellungen und Shader, weil wenn ihr wirklich eine mega gute Grafikkarte habt, sagen wir mal einen GeForce RTX 2080, dann könnt ihr Zeus nehmen. Zeus ist der beste Shader, braucht aber irre viel Rechenleistung. Ich habe hier jetzt einen i7-Prozessor mit einer GeForce GT 1030 und ich habe 0,3 FPS, wenn ich Zeus nehme. Also das kann ich einfach vergessen hier. Sylos habe ich auch nicht auf der Max-Stufe. Also ich könnte hier jetzt die Render-Qualität noch auf 2 geben, Schattenqualität auch auf 2 geben, aber dann geht bei mir hier jetzt gar nichts mehr. Wenn ihr wirklich einen Hightech-Computer habt, dann könnt ihr das schon machen. Hier sehen wir auch schöne Reflexionen vom Feuer. Okay, wir werden uns jetzt nicht mal angezeigt, wenn wir hinzoomen. Ah ja, gut. Hier schöne Glasstücke auch.
hier ein bisschen Dorit-Block. Keine Ahnung, warum ich hier einen Dorit-Block reingemacht habe. Wahrscheinlich ein Fehler. Die Bücherregale schauen jetzt nicht so gut hier aus. Die sind von Firewolf. Aber es passt im Großen und Ganzen und doch ein bisschen besser, finde ich, als die Default. Hier ist Birkenholz von Hilton. Auch gute Qualität, aber wenn wir hingehen, sehen wir schon, hier lässt dann die Qualität doch ein bisschen nach. Da merkt man das 512. Hier, das ist wiederum Stratumwolle. Die ist hier ein bisschen blurry, finde ich gerade. Die ist wahrscheinlich auch 2024, aber ich glaube, die ist ein bisschen runtergerendert hier gerade. Naja, auf jeden Fall sehen wir hier gerade die Spiegelungen und Reflexionen unglaublich gut hier vom Glas. Da habe ich Dorit verwendet. Auch, haut auf mich ganz schön aus eigentlich, weil die Tonblöcke sind dann einfach schon zu wenig Struktur haben, die finde ich bei Firewolf. Und darum habe ich hier Dorit verwendet. Ich glaube, wir sind ja gerade auch schon im letzten Stockwerk von meinem Testhäuschen, was ich da schnell aufgestellt habe. Gehen wir mal wieder runter. Ich habe deshalb Hilton Holz verwendet, weil das Hilton Holz hat ja einfach viel schmälere Holzbalken und komischerweise hat Stratum beim Holz solche dicken Ränder, dicke schwarze Ränder um jeden Holzbalken. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben, schaut nämlich nicht unbedingt realistisch aus. So, wie gesagt, cooles Wasser von Zeus. Immerhin hat hier jetzt auch Hilton jedes Holz gemacht und nicht nur manche. Aber dieses ganze Gras hier und so, das ist jetzt wiederum natürlich von Stratum gemacht. Ihr seht, manche Texturen sind hier noch, aber eigentlich ist Firewolf kein WIP-Projekt. Aber wie ihr seht, Firewolf ist schon etwas älter und deshalb hat wahrscheinlich hier auch manche Texturen noch nicht drin. Hier sehen wir schöne Holzstämme von Stratum wiederum jetzt. Die haben wirklich eine richtig gute Qualität. Es beginnt zu regnen. Ich habe extra manche Regeneffekte weggemacht, weil sonst gehen die FPS einfach zu sehr runter, wenn es dann wirklich mal regnet. Hier seht ihr, das geht nämlich ganz gut. Da sehen wir auch, wie schön hier Sylos Vibrant Shader funktioniert. Hier scheint das wirklich schön durch. Auch hier jetzt der Teil, den ich ja noch gebaut habe, passt ziemlich gut. Fackeln hier natürlich jetzt auch von Firewolf. Witzigerweise haben die oben so eine kleine Textur drin. Schaut, finde ich, auch ganz nett aus eigentlich. Ganz witzig, ja. Hier habe ich absichtlich einfach mal offen gelassen, um zu checken, ob da auch ein bisschen was geändert wird. Aber der Shader hat da leider nicht so viel gemacht. Einfach ein bisschen heller. Bei Zeus würde das natürlich schon anders ausschauen. Zeus hat da wirklich noch viel mehr Spiegelungen, Reflexionen etc. drinnen. Aber wie gesagt, braucht das unglaublich viel Leistung. Ich habe extra diese Reihenfolge hier natürlich gewählt, damit alle Texturen, die realistische Texturen hier hat, von Hilton oder Stratum hat, von den beiden genommen werden und erst die anderen dann von Firewolf genommen werden. Was wir natürlich auch mal testen können, ist das Default 3D Pack, was auch ganz witzig ist, aber nicht unbedingt hyperrealistisch ausschaut. So, hier haben wir jetzt die 3D Default Grafiken. Schaut ziemlich cringy aus, muss ich sagen. Nicht unbedingt realistisch. Funktioniert nämlich leider nicht in Verbindung mit den hyperrealistisch Paketen. Das liegt aber jetzt nicht an der Leistung, sondern weil die das einfach so gemacht haben. Ich weiß es nicht so genau. Aber wie ihr schon seht, das schaut einfach schon ganz cool aus hier. Dass einfach alles so raussteht und auch der Parkettboden und so. Ja, ein bisschen Lego-mäßig. Jo, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen Mehrwert daraus ziehen. Wenn ihr irgendwelche coolen Ressourcenpakete oder Shader habt, dann schreibt bitte einfach in die Kommentare. Jo, tschüss, Freunde!